Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Ja, den kann man auch gebrauchen, ne? Natürlich. Immerhin ist es nicht geklaut, das sind seine Sachen. Okay, mehr ist hier nicht zu holen. Dann haben wir das auch alles gesammelt. Ich frage mich nur, was wir als nächstes tun müssen. Wir brauchen unbedingt diese Windschnellroute. Oh, ich muss den niesen. Okay. Wieder zurück. Nicht haken, bitte. Warte mal. Speichern, bitte. Es wäre blöde, wenn alles gelöscht wäre jetzt. Oh, speichern. Gut, können wir weiterspielen. Was? Toll, habe ich nicht gesehen, was da jetzt stand. Also, wir können ja noch mal kurz hier rein. Ja, bringt das was? Hey, wo? Zum Bürgermeister. Ja, ja, ja. Was? Da wollte ich keinen. Irgendwie brauchen wir Wasser. Aber wie soll ich das bekommen? Ach, warte mal. Das hatten wir noch nicht gemacht. Das wollte ich dann noch machen. Hier, die Magneten. Scheiße, wo wollen wir denn sprengen? Tonis Laden sprengen. Geht das? Wassertank sprengen? Nee, keine Ahnung, ehrlich. Sein Laden sprengen? Keine Ahnung. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ups. Ich geh mal eben gucken. Muss ich jetzt irgendwas machen? Bei aller, ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie... Merkt er überhaupt, wie klein und... Alter, was bist du für ein Arsch? Hey Wenzel, was gibt es? Irgendwie bis später. Genau. Das hat irgendwie nichts gebracht, leider. Wir müssen wohl woanders sprengen, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich weiß gar nicht. Dem haben wir ja schon gesprochen. Ich hab Ra! Ich hab Ra! Ich habe Hunger! Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitung fauler? Hallo noch. Hi. Ruf. Genau. Ruf, genau. Wie genau funktioniert. Oh, der Sprengmeister legt die nächsten. Dann, Leute, ich gebe das Signal dann weiter. Dann wird. Richtig. Aber ihr habt nicht gesprengt. Tschö. Ihr habt nicht gesprengt. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich sprengen muss? Muss ich überhaupt sprengen? Ich hab keine Ahnung. Oha! Achtung! Warum
warum sprengt denn der nicht? Jetzt mach doch mal hier. Oh, ich dachte, da können wir was machen. Was? Nein, bleib hier. Ich hab den vorher gar nicht gesehen, war der da schon immer? Schade, kann man aber nichts machen. Was soll ich denn jetzt machen hier? Was soll ich machen? Jeder nur einen Spielverderin, glaube ich. Jeder nur einen. Ja, glaube ich. Glaube ich. Was soll ich denn jetzt machen? Ist ja irgendwie Hilfe oder so? Schild, Startpfeil, Nummer, Umhang. Hey! Tja. Hier rausgeht, kann ich irgendwie nicht. Kann ich die Motorhaube vielleicht aufmachen? Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine. So wird das Messer. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation? Ja, natürlich. So wird das Messer nur stumm. Was, wenn ich... Ich glaube, wir brauchen den Dietrich, um diese Tür aufzukriegen. Aber wie sollen wir den Dietrich bekommen? Warte mal. Was ist denn das da? Wie soll ich denn das auch bekommen? Feuer löschen. Das ist so schwer, aber halb so schlimm. Ich bin ja eh. Ich weiß nicht, was man damit machen muss. Da besteht keine Flucht. Ja, wer flüchtet denn hier? Niemand flüchtet hier. Ich kann das Ding. Da besteht keine. Ach, Mensch. Ja, warte mal. Hallo. Du sollst das. Warum macht denn der das nicht? Ist doch voll die Idee. Mann, oder nicht? Da besteht. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Toll, und jetzt? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Wenn die Fessel aber... Und nun? Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt. Vielleicht brauchen wir auch dafür den Dietrich. Aber wie kriegen wir den Dietrich? Da besteht kein... Ja, aber wer flüchtet denn hier? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Wie kriegen wir denn diesen Dietrich? Wo ist der Dietrich? Haben wir vielleicht... Warte mal.
Können wir es irgendwie hier mitmachen? Vielleicht, eventuell? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie. Ach so, ja, das ist vielleicht nicht so schlau. Ich will nicht schon mein ganzes. Aber was soll ich denn tun? Nee. Hä? Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Du Scherzkeks. Trichter. Wie kriege ich das denn hin? Da ist nichts mehr. Ist hier keine Hilfe oder so? Das ist doch nicht wahr. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Pause und guck mal, ob ich vielleicht das irgendwie rausbekomme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis gleich. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne. Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Okay, Leute, ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich habe einfach nur eine kleine Pause gemacht. Und dann ist es mir eingefallen. Also, so gedacht, vielleicht können wir ja schon mal die Zutaten wenigstens reinbringen. Sif, und zwar nicht, wahrscheinlich nicht direkt weiter, aber immerhin bin ich trotzdem schon mal ein Stückchen weiter. Ihr wisst, was ich meine, oder? Fehlen noch 2 Zutaten. Ach so. Sonst hatten wir nichts, ne? Was brauchten wir denn noch? Kaffeepulver brauchen wir. Und schwarzes Pulver. Okay. Besonders aufputschend. Schwarzes Pulver und besonders. Aber woher soll ich das kriegen? Wir können ja nichts kaufen. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Ja, ne? Finde ich auch. Hey, was genau? Ich dachte, ich nehme mir dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Boah. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Das stimmt Punkt aber. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen. Ja, geh weg, geh weg. Ausatmen. Ja. Finger weg. Scheiße. Ist ja gut. Autsch. Ey. Och, du Penner. Das hättest du jetzt so schön mitnehmen können. Aua. Guck mal. Vielleicht kriegen wir jetzt Verbandzeug. So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Nein! Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier,
Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wie soll man da drauf kommen, bitte? Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Weißt schon, dass sie genau deswegen meckert. Oh, Alter, wie soll man darauf kommen? Das ist so. Okay. Schnell. So eine Sitte. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie ihn noch bei sich wohnen lässt, muss ich sagen. Hätte ich nicht gemacht an ihrer Stelle. So, meine Güte, ey. War das ein Akt? So. Beruhigungsmittel? Aber das ist doch das Gegenteil. Das ist das Gegenteil, was wir brauchen. Oder wollen wir das jemanden unterjubeln?